Das ist voll gelaufen. Weg, da kommt einer. Ich glaube, ich habe morgen 16, aber die heißt. Lauf weg, da kommt einer. Ja. Ja, wir sind in Wolfsburg angekommen und sind im zweiten von zwei Akten oder Teilen von diesem. Kapitel, glaube ich, war das, ne? Kapitel gibt es mehrere. Genau. Wie hieß es? Akt? Teil oder? Stand da. Teil 2. Ja, dann ist es Teile. Also wir sind jetzt mit Rudi-Jäger fertig, der ja noch passend mein Leben gesagt hat, bevor er explodiert ist. Und jetzt geht es gegen die Helga von Schaps, die hier in Wolfsburg okkulte Experimente durchführt. Ich glaube. Ja. Die haben wir alles. Ja. War wirklich nur noch dieser eine da. Naja. Ja, unsere Resistance-Buddies haben sich versteckt. Und für die sollen wir gerade so ein bisschen gucken, was los ist. Nach Möglichkeit Helga umbringen, oder? Wenn es sich irgendwie einrichten ließe, hätte, glaube ich, in erster Linie mal OSA-Agent Nummer 2 treffen, der hier irgendwo ist. Zeppeline sind schon einfach mal aus Prinzip geil. So. Hier scheint aber irgendwie gar nichts los zu sein. Eine Kugel verschwendet. Naja, ich hab sie ja. Da war eine. Nochmal. Und da geht sie wieder los, die wilde Fahrt. Meinst du? Ja. Woran hast du es erkannt? Ja, weil der hinten gesagt hat. Ach, wahrscheinlich wegen dem hier. Ja. Von dem. Wieder gewohnt. Die ist in die Schule gegangen. Explodiert er jetzt noch, oder? Ah, ne, das ist das. Ah, okay. Du fandest, dass wir nicht alle gehört haben, wir wären jetzt da. Ja, man muss einen ordentlichen Entrance bieten. Ja, ruft er da noch. Oh. Weil er so schlecht singen konnte, habe ich mir gedacht, dann weg mit dem Kopf. Das ist nicht die Königin auch immer? Ab mit dem Kopf. Stimmt bei. Meine Mutti hat gesagt, ich bin heute das Prinzessin. Los, wissen Sie, Pommelfee. Doch, hier ist ein Sniper drauf, oder? Sniper Piper. Das sind für lustige Hexenhäuschen überall. Der Wahnsinn. Hier wimmelt's von Soldaten dieser Schiens. Seien Sie vorsichtig. Töten Sie nur, wenn es nicht anders geht. Wie bitte? Ich soll jeden töten, den ich sehe? Nein, ich sagte. Kann sie nicht verstehen, Kessler. Zu viel Störgeräusche. Auch geil. Das hat hier draußen wieder keiner gehört, was ich da in dem Haus rumgeballert habe. Ne? Oh. So. Also den einen sehe ich, glaube ich, schon da hinten. Aber das ist kein Scharfschützengewehr. Das ist kein Dings. Ja, das ist der. Das der Herr und Meister. Das ist der eine. Ja, aber meinst du, das checken die, wenn du von hier hinten schießt? Ja, wenn du in dem Gebiet schießt, glaube ich, hören sie es sofort. Okay. So, was gibt's da? Apotheke Dr. Fritz. Ich wusste gar nicht, dass ich da eine Filiale aufgemacht habe. Mal wieder fleißig. Stampft's doch. Da ist einer links. Ah, okay. Shit. Wo? Oh. Ja, verdammte Scheiße. So. Und als Zweitwaffe. Die hier, oder? Granate. Ja,
Tom da direkt neben dir gleich. Ne? Wow, direkt neben dir, so ein Riesenvieh. Jetzt renn halt! Wie kann man hochklettern? Und wo ist die Scharfschütze? Was da ran? Was war, was? Da hätte man hochklettern können, glaube ich. Oh, na klar, hier ist noch einer von großen. So. Ja. Umgemäht. Okay, zweiter Versuch. Da ist der Helga, guck. Mhm. Ist auch eine hübsche. Soll ich mal versuchen, das von hier? Ich glaube, das schnallen die sofort. Mit dem anderen, mit dem Bombshot. Ich glaube, sie hören es. Nee, das hören die. Wie du meinst. Links wieder der Typ. Das darf sich nicht sehen lassen, wenn er vorgeht. Ich glaube, da am Ende von dem Gang kann man hochklettern. Da innen, wo du jetzt auch bist. Da in der Mitte kann man hochklettern. Ja, aber hier glaube ich auch, wenn es ans Ende von dem Gang läuft, ich glaube, dass die Wand so eingerichtet ist, dass man da hoch kann. Oder will man das ein? Nee. Okay. Da so auf. Toll. Mensch, dann nimmt man dich mal mit in den Krieg und dann. Völlig falsch. So eine Tipps. Was sind das da oben? Berg? Nee, das da. Weiß ich nicht. Sieht mir nach einem sehr schweren Geschütz aus. Ist doch irgendwas. Ich probier's aus. Warten Sie mal. Oh, Scheiße. Er war stets bemüht. Ah, okay, warte mal. Damit kann ich die auf jeden Fall ausschalten. Ich glaube, ich brauche aber vorher das Ding. Dann nehme ich den Links mit. Den Schreier halt. Den Wächter. Ja. Also die Question ist, kriegst du den von hier aus erschossen? Der ist jetzt hier um die Ecke. This is a question I cannot answer you yet. Komme ich da wieder hoch? Nee. Ah, aber weißt du, wo ich den erwischen kann? Mhm. Aus dem Turm. Und da kann ich die alle ganz gut erwischen. Ohne, dass die mich erwischen können. Das ist eine Idee. Dann musst du erstmal an die Leiter hochschaffen, ohne dass sie dich sehen, weil sonst perforieren die dich halt. Ja.
Könnte aber klappen. Der jetzt hier wieder zurückkommt. Ah ja, okay. Dann dreh ich um. Ich glaube, da ist... Ansonsten ist da keiner, der mich sehen kann. Hier da oben ist einer. Hübsch die Vögel für uns zwitschern hier. Passend zu diesem wundervollen Panorama. Ach, guck mal. Da müsstest du den noch erwischen können, ne? Da könntest du runterhaken, wenn du willst. Ich kann den sogar, warte mal, ich kann den, glaube ich, sogar mit der Pistole erwischen von hier. Oder. Scheiße. Hm? Was denn jetzt verrückt ist? Komm schon, komm schon, komm schon. Funktioniert. So. War vielleicht nicht die eleganteste Lösung. Werden hier für Effizienz aber eingestellt. Aber, ja. Cool. Passt du schon? Ja. Es hätte schlimmer laufen können. Wie hübsch das echt alles ist. Oh, der Penner. Guck mal, das ist der Penner wieder. Hey, wie kommt der hier? Stimmt, der hat ja immer noch nichts an, ne? Obwohl ja eigentlich müsste das doch, die ganze Rüstung müsste doch total scheuern. Mhm. Vielleicht träumt er diese verfluchte Stadt endlich auf. Aber solange ich dich habe, wird mir nichts passieren. Nichts. Aber er ist uns keine Hilfe mehr. Ach, guck mal hier. Den Dorftrunkenbold habe ich freigeschalten. Das ist Schmidt, die Bäckerei. Kessler, ich habe Agent Hus Haus gefunden. Gott sei Dank. Melden Sie sich, wenn Sie die Akte haben. Die Lilien singen im Mondschein. Öffnen Sie das Tor an der Seite des Hauses. Da liegt ein Schlüssel unter einem großen Stein. Kommen Sie durchs Kellerfenster. Genauso sah der Schlüssel im Dings auch aus. Hm? Im Wolfenstein-Level. Hm. Ja, was man hat, hat man. Was ist da das Kellerfenster? Wie nett. Hm. Meine Güte, wo ist dein Hemd, mein Hübscher? Pepper. Du bist Agent 2? Ab sofort Schwester Inga. Aha! Mhm. Ruh dich erstmal aus. Es gibt Tee und Gebäck. What the fuck? Was machen Sie mit dem? Hierher haben sie dich also geschickt. Ja, vor 6 Monaten. Ich habe dich zuletzt auf der Feier in London gesehen. Oh, da ging's heiß her. Wesley hat mir damals Bier in den Ausschnitt gekippt. Toll. Ich hab versucht, ihn zu retten, Pippa. Ich weiß, mein Lieber. Tut mir leid, aber jetzt ist nicht die Zeit zum Trauern. Hör zu, ich weiß, was du suchst, Blasco. Der Kerl in meinem Bett da hinten ist einer von Helgas Leuten. Bevor er einschlief, habe ich ihn zum Reden gebracht. Die Akte, die du suchst, ist in Helgas Zimmer im Gasthaus von Wolfburg. Sie scheint eine Schwäche für Wein zu haben. Verkleide dich als Ober, dann kommst du vielleicht an sie ran. Aber um Himmels Willen, zieh dir vorher was an. Da ist dein Hemd in der Truhe da drüben. Weil diese ganze Verkleidungsnummer ja schon immer so gut funktioniert bei uns. Hm. Da lag, glaube ich, noch was, oder?
Ich habe nichts dagegen, dich oben ohne zu sehen, BJ, aber... Liebe Pippa, bitte entschuldige mein unglückliches Missgeschick mit dem Bier. Es tut mir aufrichtig leid. Es war wirklich kein gutes Benehmen. Um es wenigstens ein kleines bisschen wieder gut zu machen, könnte ich dich... Das kann ich eine Woche lang in der Wäsche waschen. Oder ich könnte dich zum Abendessen einladen oder sogar beides. Wenn der Krieg endlich vorüber ist, dann vielleicht mit den besten Grüßen, Wesley. Wo fällst du zu sehr auf? Ich fürchte, daraus wird nichts mehr. Nope. Notiz von Pippa, 11. März. Ich habe mir gestern Abend die Ausgrabungsstätte hinter der alten Kirchenruine, die Leute hier nennen sie die entweihte Kirche, mal etwas näher angesehen. Dabei sind mir zwei Wachen auf Patrouille über den Weg gelaufen. Ich tat beschwipst, als mir einer von ihnen näher kam. Volltreffer, sie haben mich gehen lassen. Ich konnte die Augen des Kommandanten auf meinem ganzen Körper spüren. Er sagte, er stünde mit Helga in engem Kontakt. Ich werde ihn wiedersehen. Und dann nehme ich ihn mit nach Hause und bringe ihn zum Reden. Das kleine Regimeschwein. Die Ausgrabung ist größer geworden. Das Regime behandelt die Toten nicht gerade mit Respekt. Sie stoßen Grabsteine um und buddeln Särge aus. Sie benutzen den Laderoboter, um damit einen neuen Tunnel in den Norden des Friedhofs zu graben. Wonach suchen sie nur? Was ist ihnen so verdammt wichtig? Haben die Bewohner hier Angst, gegen diesen offenen Akt der Blasphemie ihre Stimme zu erheben? Oder sind sie einfach nur fügsam? Ich weiß es nicht. Na, dann ziehen wir uns mal was an. Deine Waffen hier. Im Gasthaus tragen sie keine Waffen. Ich bewahre sie für dich auf. Na super. Verfluchtes Regime. Und die Leute folgen diesen Kerlen wie hirnlose Ghule. Vielleicht verdienen sie es auch nicht anders. Du, wo sind die Zweitwaffen? Ja. Die Scharniere sind verrostet. Komm, fass mal mit an, Blasco. Da ist zu. Ich glaube, dafür braucht man einen starken Mann. Ja. Und so einen starken Mann, den habe ich hier neben mir sitzen und der darf in der nächsten Folge das aufmachen. Der Ohrnull, dir dürfst du ja schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.